Ich habe mal wieder ein paar interessante Shop-Neuigkeiten für euch. Schauen wir kurz in den Shop rein, denn der kommt jetzt hier in knapper einer Stunde und 36 Minuten. Die ganzen Bundles werden alle noch im Shop da bleiben. Street Fighter Bundle wird da bleiben. Flash Paket wird auch noch im Shop da bleiben. Und das obere Paket soll auch noch da bleiben. Der ganze Rest wird verschwinden und ersetzt natürlich. Täglicher Bereich wird auch noch da bleiben. Die alten Fußballskins werden heute wieder in den Item Shop reinkommen. Das Ganze können wir hier sehen. Torgefahr wird zweimal heute im Shop sein, täglich einmal, vorgestellt auch einmal. Sonderangebot ist wahrscheinlich das Paket, was heute in den Item Shop neu reingekommen ist. Street Fighter bleiben auch noch im Shop, habe ich ja bereits erwähnt, und Flash bleibt auch noch drin. Und so sehen die Fußballskins aus, sind die ersten Fußballskins, die es gab. Spitzhacke kommt rein und die ganzen Emotes sollen dann auch reinkommen. Wie findet ihr den Shop, beziehungsweise dass die Fußballskins wieder zurückkommen? Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vergesst nicht, irgendjemanden im Shop einzutragen. Falls ihr mich supporten wollt, dann tragt gerne meinen Creator-Code ein. Danke für den Support und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.